Guten Abend, Olli. Ich begrüße dich zum Newsdesk-Gespräch heute. Hallo. Es geht um den Fachkräftemangel in der Wirtschaft, auch in Sachsen. Eventuell die Freie Presse widmet sich in der Sonnabendausgabe Print mit einer Sonderbeilage mit dem Thema und online ist das auch ein Schwerpunkt. Die Frage ist, gibt es überhaupt einen Fachkräftemangel und wie konnte es dazu kommen oder wie kommt es dazu? Ich glaube, um die Situation richtig einzuordnen, sollten wir hier nochmal einen Schritt zurückgehen und uns die Ausgangssituation anschauen. Wir wissen ja alle, wie schwer die Anfangsjahre nach der Wende in Sachsen waren, wo massiv Arbeitsplätze abgebaut wurden, wo ganze Industrien verloren gingen. Wir hatten praktisch bis Anfang der Nullerjahre eine enorm hohe Arbeitslosigkeit. Kann man in einer Zahl ausdrücken, 2004 kamen auf eine freie Stelle fast 50 Arbeitslose. Und die Situation hat sich komplett gedreht. Heute ist es noch so, da kommen auf eine freie Stelle ungefähr 3 Arbeitslose. Und ich habe mich mit einem Experten der Agentur für Arbeit über diese ganze Entwicklung, diese Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, also von der Massenarbeitslosigkeit hin zum angehenden Fachkräftemangel unterhalten. Und die Einschätzung der Experten ist, also wir haben noch keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in Sachsen, aber in einigen Branchen ist der Markt praktisch leergefegt und wir haben da sozusagen einen branchenspezifischen Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt mittlerweile eine ganze Latte von Berufszweigen, in denen die Anzahl der zu besetzenden Stellen höher ist als die noch verfügbaren arbeitslos gemeldeten Menschen aus diesen Berufszweigen. Dazu gehört in allererster Linie der Pflegebereich, aber auch in der Industrie, Mechatroniker, Automatisierungstechniker, aber auch Verwaltung und so weiter und so weiter. Und da kommt es eben jetzt darauf an, sozusagen ja, die Leute gezielt anzusprechen und um Fachkräfte zu werben. Wäre da in dem Zusammenhang der Zuzug ausländischer Fachkräfte wünschenswert? Welche Probleme gibt es eventuell besonders im Osten oder in Sachsen? In der Tat, die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland ist eine von mehreren Säulen, die hier in Frage kommen. In Sachsen ist die vergleichsweise noch besonders relevant. Wenn man sich das anschaut, auf Bundesebene haben wir ungefähr eine Quote von 13% ausländischer Beschäftigter, während das in Sachsen gerade mal die Hälfte ist ungefähr. Es gibt hier momentan noch in vielen Branchen sehr strenge Regelungen, was die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse angeht. Das ist auch teilweise, sind auch teilweise komplizierte Verfahren, die lange dauern. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Berufsabschlüsse im Ausland nicht mit dem dualen System in Deutschland vergleichbar sind. Hier soll es aber auch Lockerungen geben. Aktuell wird ja auch über ähnliche Modelle wie in Kanada mit einem Punktesystem nachgedacht, wobei die Zuwanderung aus dem Ausland ja nur eine Möglichkeit ist, um zu Fachkräften zu kommen. Ausdrücklich genannt werden hier von Experten des Arbeitsmarktes auch der Bereich der nicht ausreichend qualifizierten Menschen in Sachsen, das sind immer noch ungefähr 130.000, wo man mit Qualifizierung was machen könnte, aber auch der Bereich Teilzeit, also viele Menschen arbeiten nicht voll und es gäbe hier Potenziale. Die Vereinigung der sächsischen Wirtschaft kritisiert vor allen Dingen, dass hier viel in den öffentlichen Dienst abfließt, weil dort die Gehälter relativ lukrativ sind. Das heißt, dort hat man mitunter dasselbe Geld, wenn man Teilzeit arbeitet, wie andere im verarbeitenden Gewerbe in Vollzeit. Und das führt nach Meinung der Vereinigung der sächsischen Wirtschaft eben dazu, dass Arbeitskräfte aus der Wirtschaft in den öffentlichen Dienst abwandern. Ich will mal vom Allgemeineren zum
privateren oder zum kleineren kommen. Du hast dich mit einem Unternehmen beschäftigt, das einen besonderen Weg eingeschlagen hat. Welches Unternehmen ist das und wie ist deren Konzept? Ich war am Montag in Oberwiesenthal am Fichtelberg und dort gibt es ein großes Hotel, das Eldos Resort. Und das Team dort ist sehr international aufgestellt. Man hat sich dort eben auf die Integration ausländischer Beschäftigter konzentriert. Ich hatte ja gerade schon erklärt, dass das mit Leuten mit vollem Berufsabschluss schwierig ist. Deshalb versucht man es dort oder hat es schon erfolgreich hinbekommen über Auszubildende. Da gibt es eine Partneragentur oder einen Bildungsträger in Chemnitz, der schon seit Jahren Auszubildende aus Vietnam nach Sachsen vermittelt und seit diesem Jahr auch erstmals aus Indien. Und ich durfte jetzt am Montag eben dort miterleben, wie die ersten drei indischen Auszubildenden für Hotel- und Restaurantfachleute dort ihre Arbeit aufgenommen haben. Und ich habe mich dort auch mit einer Personalerin, also mit der Personalchefin des Hauses unterhalten. Und es war interessant zu erfahren, wie intensiv sich dort auch die Hotelleitung oder das Management mit den anderen Kulturen auseinandersetzt, die sie dort sozusagen im Haus integrieren wollen. Also die sind dafür sogar direkt nach Vietnam gereist, um zu verstehen, die Mentalität und die Unterschiede zu unserer Kultur. Also es geht schon mit den Feiertagen los, während wir zu Weihnachten und Silvester gerne frei haben wollen, arbeiten die Vietnamesen da bereitwillig, wohingegen sie dann Ende Januar, Anfang Februar ihr eigenes Neujahrsfest feiern und dann im Prinzip unbedingt frei brauchen. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann auch als Arbeitgeber beachten sollte, wenn man dann ausländische Arbeitskräfte integriert. Und in Oberwiesenthal im Eldos-Ressort sind heute ungefähr die Hälfte der etwa 150 Beschäftigten aus dem Ausland und vor allen Dingen aus Tschechien natürlich, aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aber eben auch aus vielen anderen Ländern in Europa und auch darüber hinaus. Und ich fand das total beeindruckend, wie das dort gelungen ist, unterschiedlichste Nationen unter einem Dach zu vereinen, die da gemeinsam so ein Haus am Laufen halten. Das hört sich in der Tat interessant an. Ich danke dir für diesen kurzen, aber doch guten Eindruck, den du da vermittelt hast. Ja, ich wünsche dir erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal im Newsroom.